Jennifer und Michael Wagner genießen ihren Strandurlaub auf Camilla Island, einer kleinen verträumten Insel im Karibischen Meer. Für den heutigen Tag begibt sich das junge Paar allerdings auf einen der einheimischen Märkte, um auch etwas Land, Leute und Kultur kennenzulernen. Entspannt schlendern die beiden an dem lebhaften Geplänkel zwischen Obst- und Souvenirständen hindurch, als sie vor einem seltsamen Zelt stehen bleiben, vor dessen Eingang zwei auf Pfählen gesteckte Totenköpfe den Besuchern entgegenschauen. Oh, sieh mal, Schatz, das Zelt hier mit den Totenköpfen vor dem Eingang sieht doch interessant aus. Findest du? Also ich finde, das sieht aus wie eine Gauklerbude, wie bei uns zu Hause auf dem Jahrmarkt. Was steht denn da auf dem Schild? Madame Voodoo. Schwarze Kunst und Wahrsagerei. Sag ich doch, so eine Hokuspokusbude für Touristen. Du willst da doch nicht etwa rein, Jenny? Doch, will ich. Komm schon, Michael. Oder hast du etwa Angst? Ja, hab ich. Um unsere Urlaubskasse. Die drehen uns da drin doch nur einen Kräuterschnaps und Zuckerperlen für 50 Euro an. Nun sei kein Frosch, Michael. Lass uns reingehen, das wird bestimmt lustig. Außerdem ist das hier mal wirklich authentisch karibisch und nicht so wie bei uns in Deutschland auf einem Jahrmarkt. Na schön, du gibst ja doch keine Ruhe. Gehen wir also rein. Guten Tag, sind Sie Madame Voodoo? Ja, ich bin Madame Voodoo. Setzt euch zu mir. Wie kann euch Madame Voodoo helfen? Möchtet ihr ein Zauberelixier, das euch vor bösen Geistern schützt? Ich hab's doch geahnt. Oh, wie ich sehe, ist der junge Herr kein Gläubiger. Aber Sie, junge Dame, Sie glauben an Schicksal, Geister und Dämonen, nicht wahr? Ja, also irgendwie schon. Und Sie wollen wissen, was die Zukunft für Sie bereithält? Und was soll der Spaß kosten? Michael, psst. Sei nicht so unhöflich. Madame Voodoos Künste gibt es natürlich nicht ganz umsonst. Aber weil ihr junger Begleiter noch ein Ungläubiger ist, ist es dieses Mal kostenlos. Ich werde jetzt einen Blick in eure Zukunft werfen. Dazu brauche ich nur meine Schüssel. Ein wenig Wasser und etwas von diesem magischen Pulver hier. Was sehen Sie? Ich sehe eine Reise. Ihr werdet bald eine Reise machen. Und ich sehe eine Frau, eine böse Frau, die von einem Dämon besessen ist und die Seelen fängt. Wie ein großes Unheil schwebt dieser Dämon über euch. Ihr seid in Gefahr und müsst wachsam sein, solange ihr auf der Insel seid. Oh, der Nebel lichtet sich. Oh, nun kann ich nichts mehr sehen. Das sind aber keine schönen Nachrichten. In der Tat, das sind leider keine schönen Nachrichten. Aber zu eurem Glück habe ich ein Elixier der Wahrheit, das euch die bösen Geister erkennen lässt. Und es kostet nur 20 Euro. Aha. Sagten Sie nicht, dass Sie dieses Mal eine Ausnahme machen und Ihre Künste umsonst wären? Das habe ich. Meine Kunst für euch war umsonst, aber nicht das Elixier. Das kostet 20 Euro. Für euch soll es heute aber nur 10 Euro kosten.
und ich an eurer Stelle würde es kaufen. War ja klar. Sei nicht so schnippisch, Michael. Nun gebe Madame Voodoo schon die 10 Euro. Naja, wenigstens bleiben uns die Zuckerperlen erspart, was? Hier, bitteschön, ihre 10 Euro. Und hier das Elixier. Solange sie auf der Insel sind, sollten sie beide jeder einmal am Tag einen kleinen Schluck davon zu sich nehmen. Das hilft vor bösen Geistern. Und was ist da eigentlich drin in der Flasche? Nun, das ist ein altes geheimes Familienrezept. Das kann ich euch leider nicht verraten. Aber es ist mit Sicherheit kein Kräuterschnaps. Okay, dann lass uns jetzt losgehen, Jenny. Huh? Wir haben noch einen langen Weg zurück zum Hotel und wollen ja noch ein wenig was von der Stadt sehen. Ist gut, Schatz. Also, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen! Und trink vom Elixier. Mach mal die Flasche auf, Michael. Was? Du willst von dem Zeug doch nicht wirklich was trinken. Warum denn nicht? Du hast doch gehört, was Madame Voodoo über unsere Zukunft sagte. Und wenn du etwas freundlicher gewesen wärst, wäre ihr Blick in die Zukunft wahrscheinlich auch freundlicher gewesen. Sag mal, du glaubst den Quatsch doch nicht etwa. Also ich bitte dich, Jennifer. Die wollte uns doch nur auf irgendeine Weise das Zeug hier andrehen. Ob gute oder schlechte Nachrichten. Wer weiß, was da in der Flasche drin ist. Und dann liegen wir den Rest des Urlaubs mit Magenkrämpfen im Hotel. Und der Urlaub ist gelaufen. Na gut, du hast ja recht. Also komm, dann lass uns noch etwas durch die Stadt laufen, bevor wir zurück ins Hotel gehen. Das junge Paar verbringt noch ohne besondere Vorkommnisse oder bösen Geistern ein paar unbeschwert schöne Urlaubstage im karibischen Inselparadies, bevor sie wieder im Flugzeug auf den Weg zurück nach Deutschland sitzen. Ach, das war doch ein schöner Urlaub. Ich vermisse jetzt schon das Meer, den Strand und die Sonne. Ja, es war wirklich sehr schön. Nächstes Jahr fliegen wir wieder dahin. Ob wir dann noch einmal bei dieser Madame Voodoo reinschauen? Ach ja, die habe ich doch schon wieder beinahe vergessen. So schön waren die letzten Tage. Dann können wir ihr ja sagen, dass wir ihr Elixier nicht gebraucht haben. Ja, aber jetzt sollten wir versuchen, ein wenig zu schlafen. Es ist schon nach Mitternacht und wir haben noch ein paar Stunden Flug vor uns. Oh, ja, Schatz, ich bin auch ziemlich müde. Ich muss nur noch schnell meine Tabletten nehmen. Ach, Stewardess, hätten Sie bitte ein Glas Wasser für mich? Ich muss mein Medikament einnehmen. Aber sicher doch. Nur werden Sie kein Medikament mehr brauchen. Madame Voodoo? Was machen Sie denn hier als Stewardess an Bord? Ich sagte euch doch, ich sehe eine Frau, die von einem Dämonen besessen ist und die Seelen fängt. Nun, ich bin dieser Dämon und dieser Flug wird über dem Bermuda-Dreieck spurlos verschwinden. Hättet ihr von meinem Elixier der Wahrheit getrunken, hättet ihr mich auch sofort als Dämon erkennen und euer Schicksal umgehen können, weil ihr dann wahrscheinlich sofort mit dem nächsten Flieger von der Insel geflohen wird. Sie haben nicht noch so ein Zauberzeug, das diesen Albtraum beendet? Na, so ein Zufall. Tatsächlich habe ich rein zufällig eine Perlenschnur bei mir, mit der ihr mich sofort wieder los sein könnt. So, als wäre nichts gewesen und alles wieder seinen Gang geht. Kein Dämon und ein ruhig sicherer Flug nach Hause. Die Perlenschnur kostet aber leider etwas mehr als das Elixier. Und wie viel mehr? Nun, sagen wir 50 Euro zum Freundschaftspreis. Ich hab's gewusst. Ganz schön happig und ruppig, Ihre Methoden. Tja, so ist heute leider das Geschäft. Auch wir Dämonen müssen sehen, wo wir bleiben.
Ach ja, hier hätte ich übrigens auch noch eine Salbe, die vor schlechtem Wetter schützt. Oder wie wäre es mit diesem Anhänger? Der schützt Sie vor penetranten Verkaufsgesprächen am Telefon. Ich hätte da aber auch ein Armband, welches... Nachdem sie dem geschäftstüchtigen Dämon noch allerlei Souvenirs abkauften, konnten Jennifer und Michael ihre Heimreise nun sicher fortsetzen. Aber merke, habe im Urlaub immer ein paar Euro mehr in der Tasche, denn hartnäckige Urlaubsdämonen gibt es überall.